Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Rehbach. Und ja, ich muss auch gerade mal wieder feststellen, der Helfer ist, ja, also, ich bin ja hier, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt hier mit den Kursen auf der Rehbach, also. Ja, ist aber auch ein anderes Thema. Ja. Sonst soweit, hat hier jetzt der Helfer, ja, den Anhänger wieder voll. Könnte man so sagen. Machen wir das mal so. Was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, wirklich so nach dem Abtanken. Ich habe jetzt eben einmal auf dem anderen Monitor eben schnell hier von der gestrigen Folge noch eben schnell den Namen in meine Liste gehackt. Ich gucke wieder auf den Bildschirm und es ist jetzt dunkel. Ja. Ist jetzt ja natürlich nicht so meins, aber. Okay, dann müssen wir jetzt immer noch durch. Nützt halt nichts, ne? Also ich will ja echt hoffen, dass wir das jetzt echt hier in der Folge hinkriegen. So. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja. Ich habe hier mein anderes Mikro ist natürlich auch noch vorhanden, ne? Also ist jetzt natürlich nicht zu sehen, aber es ist immer noch hier, ne? Warte mal, so, da. Also ist immer noch da. Ist zwar jetzt aus, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil, ne, es ist ja nur einmal antippen. Passiert aber nichts, weil es in OBS gemutet ist. Ich werde es wahrscheinlich auch noch hängen lassen. Nur was mir ja auch in der letzten Aufnahme aufgefallen ist, tatsächlich, da ich ja das Mikro da oben wieder hingehangen habe, dass man dann tatsächlich zwischenzeitlich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, in welcher Aufnahme das war, da waren dann wieder so Momente drin, die so ein bisschen abgehackt waren. Und ich sag mal, da hat sich das jetzt hier eigentlich ganz gut angeboten, muss ich sagen. Normalerweise sollte das jetzt so nicht mehr passieren. Ist ja auch, was ich in der letzten Woche noch erzählte, dass ich hier auch vielleicht, ne, denn oder auf das andere hier, ne, Viehfin, Viehfein, Vieh, ne, wie es sich auch schimpft, dass hier ähm,
A8 war das jetzt, glaube ich, ne? Ja. Vielleicht kommt es noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Bei dem Kopfhörer hier ist es ja nicht schlimm. Ich kann ja auch den das Mikro aus dem Kopfhörer einfach rausziehen. Dann haben wir nur noch einen Kopfhörer. Oder ich benutze den anderen oder was auch immer. Also das hier alles hier. Das funktioniert ja alles. Es ist nicht so schlimm. So. Mir ist auch jetzt echt aufgefallen, dass... Also irgendwas muss sich doch geändert haben, weil... wenn man jetzt tatsächlich die Rundumleuchte anhat... Also ich finde, das ist irgendwie... schöner ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber... Es sieht irgendwie besser aus. Mag mich jetzt täuschen, aber... ich weiß, dass die reale Rundumleuchte bei mir hatte ich... war vorher eigentlich auch aktiv an. Aber gut. Ist denn jetzt hier mein Abfahrer jetzt unterwegs? Ach ja, 1:57 brauchen wir noch. Oh Gott, was soll ich denn jetzt noch anstellen? Nun gib Gummi. Ich hab doch keine Zeit. Ach ja. Die habe ich ganz vergessen. Obwohl. Den kann ich auch stehen lassen. Das geht auch nicht. So, für die Hardcore-Realisten. Ich muss mal eben durchs Nachbarfeld. Scheuung, Scheuung, Scheuung. So. Eieiei. Also ich drehe mir heute auch wieder echt einen Wolf hier. So, sollte funktionieren, ne? Hoffe ich doch. Den Abfahrer habe ich. Der ist noch eingestellt, super. So, jetzt warten wir hier noch eben auf unseren Abfahrer. Ja, den Drescher irgendwie, habe ich den ganz vergessen. Ich meine, jetzt ist ja nicht auch egal, ob ich den jetzt, ne?
anwerfe oder erst am nächsten Tag anwerfe. Weil wenn die Mission hier fertig ist, schließen wir die noch ab. Und dann hier machen wir es auch wieder hell. Wenn denn der Abfahrer mal so langsam mal, ne? Was so ein bisschen, ich will nicht sagen nervig ist, aber hier, der Gute, ne? Der hier, ne? Dem, von dem der Kopfhörer jetzt kommt, er hat sehr viel, er hat wahrscheinlich nicht sehr viel, weiß ich jetzt nicht, aber, ne? Er hat wohl, oft, Hagel benutzt. Und dieser Geruch ist tatsächlich an dem Kopfhörerbügel und so hängen geblieben. Und ja, ich will nicht sagen, es riecht jetzt extrem oder so, aber oh. Ist jetzt auch, wie könnte man das jetzt nennen? Ich habe jetzt ganz speziellen Kopfhörer mit eigenen Duft, ne? Also, könnte man auch sagen. Naja. Aber irgendwie ist der hier, glaube ich, sogar noch vom Tragekomfort etwas besser. Weil ich finde, die Ohrmuscheln sind etwas größer. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt, ne? Ah, wohl wirklich unbedingt übertragen. Ich habe also, ich sehe keinen Ausschlag. Trotzdem, ich muss trotzdem so ein bisschen drauf gucken, dass ich nicht so großartig, ne, dran rumrüttel und, naja. Ah, jetzt kriegen wir das hier immer noch nicht. Ich werde das jetzt gleich hier in der Pause fertig machen. Nee, da morgen will ich da nicht jetzt nochmal mit anfangen oder weitermachen. Das, nee. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich die Mission abschließe und dann auch gleich zum Hof hin und einen neuen Tag mache. Denke ich. Wir sind jetzt schon bei der 13 Minuten und das kriegen wir jetzt hier ohne ab. Also das ist nur so, dass ihr auch Bescheid wisst, ne? Also. Jetzt fällt mir da tatsächlich doch noch eine Sache ein, die ich hier in der Hermannspolder gar nicht erzählt habe. Naja, muss ich das wohl in der nächsten Woche noch nachholen. Ja, ich hatte ja in der letzten Woche auch auf der Hermannspolder einen Stapler hingestellt für den beim Händler. Und ich habe ja diesen ganz kleinen Winzling da hingestellt. Aber diese Funktion, weil bei dem Stapler ist, der hat keine Kippfunktion, der, ne, kann den Baum nicht neigen.
der zieht im Endeffekt den Baum einfach nur vor und zurück. Das funktioniert hier mit dem Joystick nicht. Warum, wieso, habe ich jetzt nicht rausgekriegt. Ich habe den Stapler jetzt im Endeffekt wieder zurückgegeben und dafür eine Nummer größer, einen normalen Frontstapler jetzt hingestellt. Und mit dem funktioniert. Darum, also, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Muss ich mir nur nehmen. Hä? Muss ich mir merken, ja. Der war gut. Naja. Muss ich sehen, dass ich denn nächstes Wochenende da nochmal wieder dran denke. Also ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder rum. Dann sage ich wieder danke fürs Zugucken. Ja, wenn es euch natürlich gefällt, gerne ein Däumchen da lassen. Ich würde mich da echt wirklich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns gerne morgen. Ich denke aber auch bei einem neuen Tag wieder. Alles klar, dann haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.